Und weiter geht's mit einer neuen Folge Let's Play Dream League Soccer und einem weiteren Ligaspiel, diesmal gegen Zwolle. Und schauen wir mal, was wir heute alles mitnehmen werden. Und zwar nehmen wir den guten alten Alnwick mit ins Tor. Ansonsten belassen wir die Aufstellung soweit und versuchen auch hier wieder erfolgreich zu spielen. Zwolle ist auf jeden Fall ein Gegner, der möglich wäre. Und ja, wenn man sich als Ziel gesetzt hat, den Durchmarsch zu schaffen, direkt immer aufzusteigen, dann sollte man auch in solchen Spielen gerade vor heimischer Kulisse zeigen, was man kann. Wobei wir ja auswärts im Durchschnitt besser abschneiden als zu Hause. Aber trotzdem, die Fans haben viel Geld bezahlt, die wollen natürlich was sehen. Von daher müssen wir liefern. Und wir versuchen das auch. Mit Wissa im Sturm, der nimmt Moore mit und der bringt den Ball erstmal nach außen zu Hedges. Bereschinski baut nochmal von hinten auf. Wissa schickt Freer. Der hat jetzt viel Platz. War gut getimed. Moore kommt an den Ball. Will nochmal ablegen. Kann aber nicht. Wird aufgehalten. Hedges nochmal. Da ist Moore. Gute Position. Und der bringt Available United in Führung. Das war ein wichtiger Treffer direkt zu Beginn, um zu zeigen, dass es für Zwolle hier keine Möglichkeit gibt, Punkte mitzunehmen. Hier aber auch gut den Ball gewonnen. Dann die Flanke rein, hier gut durchgesetzt und dann noch den letzten Haken gegen den letzten Verteidiger geschlagen. Das war, glaube ich, entscheidend, dass er hier den Ball nicht verliert. Und dann ist es natürlich leicht eigentlich, den Ball dann noch reinzubringen. Für den Keeper keine Chance. Das war jetzt auf jeden Fall ein guter Start. Und jetzt versuchen wir direkt nachzulegen. Freer gewinnt den Ball. Wissa schickt Moore. Der hat Platz. Spielt nochmal nach außen. Und da ist Anguissa, aber Van Polen nochmal dazwischen. Gordon bringt den Ball nach außen. Sehr gut gespielt. Hedges zu Wissa. Aber der Keeper, glaube ich, noch dazwischen. Flanke kommt wieder rein und Wissa alleine. Und er kann den Ball aus 2 Metern reinköpfen. Perfekte Flanke. Und Wissa steht goldrichtig, um diesen Ball anzunehmen. Hier der Keeper noch dazwischen. Und hier nochmal die Flanke von Moore war es, glaube ich. Und dann nichts mehr zu halten. Top Start auf jeden Fall. Vor heimischer Kulisse. Die Fans können mehr als zufrieden sein. 25. Minute läuft, 2-0 Führung. Sieht auf jeden Fall sehr nach Sieg aus. Ross will den Ball gewinnen, gelingt ihm nicht ganz. Freer übernimmt das, wie schon beim letzten Anstoß. Ross will den Ball nochmal zurückspielen, aber schießt den Gegner an. Wilson kann die Situation nicht klären. Gordon versucht es, aber schafft es nur mit einem Foulspiel. Und mockt da jetzt mit dem Freistoß, der ist nicht schlecht, aber zu genau auf Onwick gespielt. Der wirft den Ball zu Bereschinski, der legt sich ein bisschen zu weit den Ball vor und Gordon muss das Ganze ausbauen für Bereschinski und bekommt hier die gelbe Karte. Unglücklich. Hätte man vermeiden können. Mokhtar nochmal. Aber der ist zu hoch. Position nicht schlecht, aber den hat er nicht optimal erwischt, den Ball. Jetzt der Abstoß. Nach außen zu Tänzer. Der verlängert den Ball gut zu Freer. Der spielt den Ball sicher nochmal zurück, um den Ball zu halten. Und Tänzer verliert den Ball. Das war schlecht. Aber konnte nochmal ausgebügelt werden. Tänzer macht das jetzt aber gut. Spielt den Ball wieder zu Freer, der hat Platz. Spielt einen super Ball auf Moore. Der zieht in die Mitte, richtig stark gemacht, aber dann noch zu mittig geschossen. Der Keeper kann noch zur Ecke klären. Aber mir gefällt das Spiel heute von Available United. Sieht gut aus. Und jetzt der Eckball. Eine Minute gibt's drauf. Hedges mit der Flanke, da ist Moore und da ist einer auf der Linie, Freer, der den Ball noch klären kann. Und damit geht es in die Halbzeit, 2:0 für A United. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor, erfolgreiche Pässe, 92%. Also es gibt nichts, worüber man sich beklagen könnte. Optimal verlaufen das Ganze.
Und direkt mal ein Fehlpass zum Beginn. Das war schon mal nicht so gut, aber Freer kann das nochmal aus. Retten, wollte ich sagen. Anguissa bringt den Ball nochmal nach außen zu Freer, der nimmt Tänzer mit. Der hat ein bisschen Platz. Nutzt den auch, spielt nochmal zurück zu Freer. Der bringt den Ball rein, da ist Moore. Der ist wieder gut abgeschlossen, aber gut gehalten vom Keeper von Polen. Macht das gut auf der Außenseite, spielt den Ball zu Decker. Der könnte den Ball wieder nach außen tragen. Versucht den Seitenwechsel, Freer kann den Ball abfangen. Wisser verlängert, Moore wieder am Ball. Und der ist gut geschossen, aber knapp drüber. Der hätte heute deutlich öfter treffen können. Aber oft am Keeper gescheitert oder knapp das Tor verfehlt. Trotzdem, alles immer noch perfekt. Wir sind immer noch in Führung, es sieht gut aus. Wir lassen keine gegnerischen Chancen zu. Alles optimal. Chancenverwertung könnte man noch optimieren, aber ansonsten alles top. Schöner Ball von Freer auf Hedges. Der bringt die Flanke, da ist Wisser und da ist das 3:0. Und jetzt ist der Deckel drauf. Damit ist die Partie entschieden. Sehr gut gemacht wieder. Schöner Seitenwechsel von Freer. Van Polen kann den Ball nicht aufhalten. Versucht dann Hedges anzugreifen. Ist wieder ein Tick zu spät. Und dann ja, setzt sich Wisser in der Mitte durch. Torwart kann nichts machen aus der Entfernung. 3:0. Alles optimal. Decker bringt den Ball nach außen zu Thomas. Der zieht in die Mitte. Lässt sich den Ball abnehmen und schon geht es wieder in die andere Richtung. Wisser verliert den Ball. Moore kann den Ball zurückgewinnen, aber nur mit Hilfe eines Fouls laut der Schiedsrichters. Und deshalb gibt es Freistoß für Zwolle. Thomas verliert den Ball gegen Hedges. Wisser und Marcellus dazwischen. Verliert den Ball aber wieder. Moore hat jetzt Platz. Van Polen läuft hinterher. Oh, da hätte er vielleicht noch einen Schritt weiter gehen können. Entscheidet sich früh zu schießen und bringt dann den Ball übers Tor. Das war nicht optimal. Und hier, das sah jetzt auch nicht so top aus. Also Moore ist zwar gut unterwegs gewesen heute, aber man hätte das Ganze noch optimieren können. Da hätte er mehr draus machen können. Flache Flanke und da ist er. Kaum kritisiert man ihn, schon ist er wieder da. Die Flanke aber auch sehr gut. Stramm geschossen, flach in die Mitte. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Nur Moore ist dann da und spielt den Ball dann in den Winkel. Wieder mal nichts zu halten für den Keeper. Optimal gemacht. Und am Ende ist es ein 4:0. Sehr eindeutig das Ganze. Vor heimischer Kulisse. Die Fans auf jeden Fall sehr zufrieden. Und es war ja sogar noch mehr drin. Anguissa versucht es mit einem langen Lupfer, weil der Keeper relativ weit draußen ist. Aber alles optimal. Am Ende das 4:0. Damit kann man mehr als zufrieden sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Dream League Soccer. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin. Well deserved. Never live always to decide.